fantastic. Ja, kurz nach zwei. Clash of Clans Sneak Peek Zeit. Heute mal mit mir, weil Fred leider verhindert ist. Ich bin's Matthias und ihr seht es schon. Der vierte Sneak Peek ist rausgekommen. Clans are leveling up. Level up your clan and earn perks, prestige and fancy badges. Introducing clan perks. Ja, also das heißt, man kann den Clan hochleveln und bekommt dafür dann noch spezielle Vergütigungen, Prestige und neue Wappen. Da gibt's jetzt eine komplette Liste, die wir uns noch angucken können. Da mache ich gleich auch nochmal einen Screenshot von. Schnappt euch die jetzt auch hier rein. Clan Perks. Troop Request. Wait Time 10 Minuten. Donation Limit 8 Troops. Donation Refund. 50% Troop Cost. Also man bekommt dann die Hälfte der Truppenkosten zurück. Donated Troop Upgrades. 2 Levels. War Loot Extra Storage 50%. War Bonus Extra Loot 25%. Earn Clan XP and level up your clan to unlock powerful perks. Clan XP is earned by competing in Clan Wars. Okay, also wenn man an Clankriegen teilnimmt, bekommt der Clan ein höheres Level oder bekommt man Level und man kann eben verschiedene Belohnungen bekommen. Level 2 wäre zum Beispiel Troop Request Waiting Time 15 Minuten und extra Speicher für War Loot, also für Loot aus dem Clankrieg sind 10%. Dann gibt es Level 3, dort bekommt man Donation Refund, 20% Truppenkosten. Also wenn man Truppen spendet, bekommt man 20% der Truppenkosten zurück. Man bekommt extra Loot auch wieder 10%, wie War Bonus extra Loot. Okay, also von dem Clan Bonus, den man hinterher bekommt. Donation Limit sind 6 Truppen. Bei Level 4 War Loot extra Storage, 20%. Das heißt also, man kann 20% mehr speichern. Donated Troop Upgrade, ein Level. Das heißt, man bekommt, wenn man die Truppen spendet, würde ich vermuten, dass das heißt, dass die ein Level hochgehen. Oder, ja, würde ich mal so daraus interpretieren. Man bekommt 15% extra Loot. Bei Level 6 bekommt man, wenn man die Truppen spendet, 35% der Kosten zurück und 30% extra Storage für Loot. Also extra Speicherplatz für Loot. Truppenanfrage bei Level 7 beträgt nur noch 10 Minuten, das heißt, man kann alle 10 Minuten Truppen fordern und bekommt 20% extra Loot. Bei Level 8 ist das Donation Limit auf 8 Truppen erhöht, man bekommt 40% extra Speicher für Loot. Bei Level 9 bekommt man 50% der Truppenkosten zurück, wenn man spendet und 25% extra Loot. Und Level 10 Donated Troop Upgrades 2 Level. Das heißt, wenn der Clan auf Level 10 ist, gehen die gespendeten Truppen um 2 Level nach oben. Das ist natürlich ultra nice. Und War Loot Extra Storage 50%. Das heißt, man hat extra nochmal 50% mehr Speicherplatz. Und dann steht unten drunter: Note that the header displays the current level of your clan and the perks your clan has access to. In the example above, clan is maxed out at level 10. Okay. Okay, das heißt, die Zahl oben im Wappen zeigt eben das Level an. Und im Beispiel ist er natürlich jetzt ausgelevelt auf Level 10. Das sieht natürlich schon mal sehr nice aus. Und ja, wie immer könnt ihr jetzt eure Meinung dazu äußern und mal sagen, was ihr davon haltet. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns die Tage wieder. 17 Uhr geht's weiter mit Clash of Clans. Bis dahin, macht's gut und tschüss.